So, meine Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des FIFA 13 Let's Plays, heute mit dem Banger der Herzenfinger. Und ich habe ein neues Team, oder was heißt neues Team? Ich hatte das Team eigentlich schon ein bisschen länger, aber ich wollte euch das heute unbedingt vorstellen. Ich hatte halt ein bisschen Lust, mal selber ein paar Hybrid-Teams auszuprobieren, ein paar Hybrid-Teams selber zu bauen. Und das kam dann bei raus, ist ein recht billiges Team, wie ich finde. Ich habe insgesamt nur 15.000 Münzen, allerhöchstens dafür bezahlt. Nicht mehr. Kann das euch nochmal zeigen. Fangen wir erstmal an mit dem Tor. Im Tor Pepe Reina und ich kann euch zudem sagen, nicht holen. Alles, aber nicht Pepe Reina holen. Der macht nur Fehler, der Typ bei mir. Keine Ahnung, woran das liegt, ob es an seiner Glatze liegt oder was weiß ich, ob die irgendwie die gegnerischen Spieler nicht blendet, wie sie eigentlich machen sollte. Aber der Typ ist einfach eine reinste Katastrophe in FIFA, finde ich. Aber ich musste den halt nehmen. Aufgrund von Daniel Agger. Ich wollte ein Team um Daniel Agger bauen. Ich weiß nicht warum, aber ihr wisst ja, ich bin Liverpool-Supporter, ich bin Liverpool-Fan und Daniel Agger, ich mag den Typen einfach. Hat einen Bombenschuss drauf für den Innenverteidiger. Und ja, hatte ich einfach mal Lust drauf. Dann Johnny Heitinger, der hat mir schon ein bisschen mehr gekostet. 1800 Münzen, ihr seht's. 74 Pace, gibt's nicht viel zu sagen. Sehr solider Innenverteidiger. Und ich zeige euch das mal, um die dänische Seite ein bisschen komplett zu machen, brauchte ich halt noch einen Innenverteidiger. Und der beste Innenverteidiger, den ich da hatte, war Simon Kjær von Wolfsburg. Für 300 Münzen kann man da absolut nichts falsch machen. Ich kann ihn dann halt auch direkt wieder für 300 Münzen discarden oder so. Irgendwie sowas mit den Dreh. Und dann hat man sein Geld wieder da. Dann haben wir noch Michael Krondeli. Und der Typ, der hat's in sich. Der sieht vielleicht nicht aus wie so ein richtiger Starspieler. Ich meine, 78 Pace, jetzt nicht die Welt und 3 Sterne Skills und so weiter. Aber was der für ein El Bombastico-Schuss hat, kann ich euch sagen. 1A. Also, meiner Meinung nach ist Krondeli einfach mal so eins dieser Hidden Beasts. Und wenn ihr euch ein Liga BBVA Silberteam baut, oder halt ein dänisches Team, keine Ahnung, gehört Krondeli einfach dazu. Und verzeiht, wenn ich ein bisschen Nase klinge, bin halt ein bisschen verschnupft, sag ich mal. Das ist keine wirkliche Erkältung, aber halt ein bisschen verschnupft. Und dementsprechend klinge ich halt ein bisschen nasig. Was soll man machen, ne? Dreckswert halt. So, und da es keinen richtig guten dänischen ZDM gibt, habe ich mich zu William Quist entschieden, auch wenn der jetzt nicht so sonderlich gut zu sein scheint. Aber er ist halt recht defensiv, kann mehr oder weniger gute Pässe spielen, spielt beim VfB Stuttgart. Und ja, ich finde ihn eigentlich ganz okay. So schlecht, wie ich es anfangs gesagt habe, war der jetzt auch nicht wirklich, aber gut. Und um diese dänische Seite nochmal abzuschließen, beziehungsweise als Verbindungsglied zu meiner holländischen rechten Seite, oder meinem holländischen Sturm, Ehrendivise Sturm, sorry, haben wir hier noch Christian Eriksen in Form, 33.250 Münzen, aber der Typ ist ein Monster, Mutant, Freistoßkönig, der schießt Freistöße wie sonst was, 81 Pace, 85 Dribbling, 5 Sterne schwacher Fuß, 4 Sterne Skills, oh, Longshot, Leute, sag ich euch, der Typ, der ballert einfach mies. Christian Eriksen kann ich euch jedem nur empfehlen, auch die normale Karte ist schon echt pervers geil, aber hier nochmal, Christian Eriksen, der ist normal. Also der Inform Christian Eriksen, der ist nochmal eine Stufe höher anzusiedeln. Da haben wir auf der rechten Seite hier beispielsweise Vurmon Anita, zu denen gibt es viel zu sagen. ZDM, 700 Münzen kostet der nur, spielt in der Premier League. Premier League und 700 Münzen ist schon für einen Shiny-Spieler, der 83 Pace auf der ZDM-Position hat, ist schon wenig Geld. Und 83 Pace mit 74 Defensive und ja, okay, 58 Kopfball ist jetzt nicht so gut, aber da kann man nichts falsch machen. Der unterbricht einfach mal gegnerische Konter, wie es ihm einfach mal gefällt. Dann haben wir auf der rechten Mittelfeldposition Luciano Nasing. Bisschen offensiv, finde ich, aber fürs rechte Mittelfeld taugt der eigentlich, weil Krondeli ist halt einer, der ein bisschen mehr auch defensiv arbeitet, wie ich gesehen habe und gemerkt habe. Aber Nasing hier, 94 Pace, 800 Münzen, 4 Sterne Skills, da kann man auch nichts falsch machen. Auch wenn der körperlich ein bisschen schwach ist. Und den Sturm runden dann ab. Luc Castagnon. Habe ich für 3.100 Münzen geholt und Silberspieler 74er, 85 Base, da kann man auch nichts falsch machen. Der ist 1A. Und Guion Fernandes, und das ist mein MVP, wie ich finde, im Sturm. Finde ich besser als Luc Castagnon, weil Guion Fernandes, ich weiß es nicht, der ist irgendwie, ich mag Feyenoord. Und der hat halt, der stand irgendwie immer zur rechten Zeit am rechten Ort. Das kann man, glaube ich, sagen. Und ich werde jetzt erstmal hier, ich bin im Gold Cup Halbfinale, glaube ich. Ja, und wir haben hier dieses African Group Winners. Das muss ich auch irgendwann machen. Ich glaube, ich mache das im Laufe der nächsten Woche. Und ja, fangen wir einfach mal an mit dem Team.
Das wird das letzte Spiel sein, das ich mit diesem Team spielen werde. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr euch das Team definitiv nachbauen. Ich kann euch das wirklich nur empfehlen. Da könnt ihr nichts falsch machen. Ist wirklich so ein Budget-Hybrid-Team. Mit mehr oder weniger ein paar Spielern, die eigentlich auch sonst keiner benutzt. Ich bin nämlich nicht so der Fan, der gerne diese monotone Scheiße benutzt. Manchmal muss das sein, okay, aber ich bin jemand, der gerne mal so Spieler benutzt, die sonst kein anderer hat. Was? Oh? 82, was? 52 Teamchemie? Dzeko, Emenike dahinter, Fellaini, boah. Also die Spieler von denen sind ja mal überall verstreut. Keine Ahnung, was da in den gefahren ist, in den Typen. Vielleicht dient das nur, um mich in falsche Sicherheit zu wiegen. Aber ich könnte mir auch sonst vorstellen, dass er jetzt gleich erstmal ein paar Wechsel unternimmt. Oder dass er ins Menü geht und hier mal umstellt. Könnte ich mir ehrlich gesagt richtig gut vorstellen. Und es regnet, verdammt. Na, aber wie gesagt, das wird das letzte Spiel sein, was ich mit dem Team spielen werde, weil, ja, wieso eigentlich? Einfach aus dem Grund, dass. Ja, ich habe jetzt schon zu viele Teams. Und ein weiteres, das wäre schon ein bisschen arg viel, wie ich finde. Und das möchte ich halt verhindern. Und, ja. Ich habe halt sowas bei raus. So, erstmal hier Kron Deli. Ich sage euch mal Kron Deli. Okay, drei Scherz Skills sind jetzt nicht die Welt und da haben wir schon das 1 zu 0. Lucas Daniel. Der Strauß Walk, sag ich mal. So definiere ich das. Also, ich weiß auch nicht. Kondeli ist einfach ein 1A-Spieler. So Berber 09. Kann sein, dass es ein Marokkaner ist. Berber. Und ansonsten kann ich euch auch nur sagen, dass, wie gesagt, Team sehr empfehlenswert. Pace-Abusers kommen nicht ganz auf ihre Kosten, wobei schon ein bisschen und die Defensive ist natürlich jetzt nicht die schnellste, aber was will man machen? So, erstmal hier wieder Lucas Daniel, Lucas Daniel, abseits! Ja. Uiuiui. Ai, caramba. Nasing, Alter, Nasing, was ist das denn? Na egal, kommen wir einfach mal wieder zu ein paar interessanten Themen. Ich wollte mich ja in der letzten Episode schon zu Didier Drogba äußern. Didier Drogba, wie wir es jetzt hier bei Galatasaray, wird leider nicht in Ultimate Team übernommen werden. Aus dem einfachen Grund, dass sich EA gedacht hat. Also, man vermutet ja schon seit längerem, dass EA auch ziemlich begrenzt ist an der Anzahl des Speichers und so weiter und so fort. Irgendwie so aus dem Dreh, deswegen hat zum Beispiel. Oh. Deswegen muckt zum Beispiel EA auch hier mit den Rückennummern rum. Das hat mich schon extrem genervt, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, diese Rückennummern 1 bis, nicht mal, 1 gibt es ja nicht mal. 2 bis 12, nee, 2 bis, war das 2 bis 12 oder 2? Doch, 2 bis 12 war das, oder? 2, ja, 2 bis 12. Ich habe keine Ahnung, was da in EA gefahren ist, dass man Spielern einfach nicht ihre Nummern überlässt, die sie für gewöhnlich auch tragen. Ronaldinho hatte dann meistens immer die 10, okay, hat er jetzt meistens auch, aber trotzdem so. Ich weiß nicht, das gefällt mir nicht. Manchmal gibt es halt so Spieler, die haben ihre einmaligen Nummern. Das wäre zum Beispiel bei Burak Yilmaz die Nummer 17. Und dass man dann irgendwie auf die Idee kommt, dass man das entfernt, weil die Spielernummern, die gehören manchmal einfach zu den Spielern hinzu, wisst ihr? Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht. Und das ist halt etwas, was mich zu der Annahme lässt, dass EA da hier vielleicht einfach mal Speicherplatz oder irgendwie Platz sparen wollte für andere gewisse Dinge. Und dass man einen Didier Drogba oder irgendwie nicht Platz gelassen hat, um irgendwelche Spieler später in Ultimate Team hinzuzufügen, finde ich schon ziemlich, ja, schade. Ich hätte mir wirklich gern einen Dings gewünscht, einen Drogba in FIFA Ultimate Team. Hätte mein Galatasaray, boah, mein Galatasaray Team enorm verstärkt. Aber was will man machen, ne? Man kann halt nicht alles haben. Wesley Sneijder reicht eigentlich auch schon. Und ich glaube, für den Mann-gegen-Mann-Saison-Modus wird Drogba aber hinzugefügt. Ich glaube es. Ich bin mir nicht sicher. Verzeiht, wenn ich da jetzt eine falsche, euch falsche Informationen mitteile, aber es müsste eigentlich so sein. Weil im Mann-gegen-Mann-Modus, da kann man irgendwie auch nichts falsch machen. Das ist, da fügt man einen Spieler hinzu in den Kader und das war's. Ich meine, bei den Nationalmannschaften ist das manchmal auch so. Nur, dass die Spieler schon vorher in der Datenbank waren und Drogba ist, glaube ich, bei der Elfenbeinküste auch schon im Team. Also bei Mann gegen Mann sollte der definitiv drin sein. Und das war ein dummer, dummer Tramp. Ne, ein dummer, dummer Fehler von mir. Mit entsprechenden Tramp danach, ja, passiert, ne? Werber. Werber drauf.
Skiller kommen aber mit dem Team nicht ganz auf ihre Kosten, weil, naja, ihr seht's ja. Ich schlag mich hier mit 3 Sterne Skills durch. Und bei Regen ist das jetzt nicht so wirklich der Bringer. Aber gut, wie gesagt, man kann nicht alles haben und. Warum macht ihr den mit der Innenseite? Aga! Warum hast du ihn nicht einfach reingebohrt? Ich habe wirklich nur die Kreistaste gerückt. Und wie weit auf der PS3, ne, damit ist. Ah, total unnötig. Egal. Fernandes. Ah, Fernandes. Das hat jetzt so oft geklappt bei dem. Ich glaube, 4 seiner 5 Tore hat er so erzielt. Da war auch irgend so ein Barca-Team mal dabei. Mit Inform Xavi, also Team of the Year Xavi und Inform Fabregas. Was ich mal mitbesiegt habe, aber der Typ konnte ehrlich gesagt auch nicht spielen. Eieiei. Jetzt haben wir erstmal Agger. Daniel Agger. Aber Transfergerüchte, wie ist der Transfermarkt, hat jetzt in den meisten Ländern geschlossen. Ich glaube, in der Türkei ist er noch auf bis zum zweiten. Nee. Wie da ist heute? Ich habe keine Ahnung, wie da. Heute ist jetzt. Oh, ich glaube, der Transfermarkt hat überall jetzt, glaube ich, mittlerweile geschlossen. Und irgendwelche weltbewegenden Transfers gab es jetzt nicht wirklich. Es gab halt, wie gesagt, den Snyder-Wechsel. Der hat schon ein bisschen für Aufruhr gesorgt. Aber sonst irgendwas richtiges Weltbewegendes gab es nicht. Nacho Monreal wechselt zum Beispiel zu Arsenal. Ja. Das habe ich in den letzten Jahren noch aufgestappt. Und sonst waren das eher so in Anführungszeichen kleinere Wechsel. Und das war jetzt wunderschön auf Fernandes draufgespielt. Fernandes. Und wenn der Typ trampt, dann darf ich das auch. Castanio! Denn ihr wisst ja, wir wollen auch gewinnen. Ich möchte euch natürlich auch einen Sieg gönnen. Und letzte Zeit ohne Scheiß FIFA. Ich habe, wie gesagt, den Kniff einfach raus, auch beim Verteidigen. Vielleicht verteidige ich jetzt gerade nicht so, wie es sein muss, weil ich einfach den Typen nicht gut verteidigen muss. Ihr seht's ja. Aber ich benutze dieses Second Man Defending, wenn ich privat spiele, ziemlich oft. Also beim Stand von 0-0, weil da versuchen die wirklich hier nochmal irgendwas zu bewerkstelligen. Und zack. Ah, schade. Und wir haben zudem kaum kopfballstarke Spieler im Team, ne, du wisst. Von daher dürft ihr euch bei Ecken über Kopfballtore die meiste Zeit eher wundern. So, und wie gesagt, ich versuche, verzeige euch mal das Second Man Defending, das geht eigentlich ganz gut klar. Ja. Und es ist halt ganz praktisch, wenn man das immer wieder umstellen kann. Und so kann man nämlich den Gegner extrem gut verwirren, wie ich finde. Bam! Babyschuss! Ah, Crap und Gold. Harry Potter, was? Ne, guck ich nicht. So ein Quark. Eieiei. Und diese Rise to Fame, Road to Glory, Leute, wie gesagt, wenn ihr die immer noch nicht gesehen habt, zieht die euch rein. Das ist halt so eine Spielserie, auf die ich jetzt irgendwie die letzte Zeit richtig viel Bock habe. Und für die ich immer wieder jetzt ziemlich viel... Referee, are you serious, bro? Meine Güte. Gibt's ja nicht, ey. So eine gequirrte Scheiße. Vermag ich zu sagen. Naja, aber Leute, ich glaube, dieser Part kommt dann eher am Sonntag, glaube ich. Einfach aus dem Grund, dass ich jetzt irgendwie auch keine Zeit mehr habe, weil ich wollte diesen Part. Ich drehe dieses Video gerade, bevor ich zu meiner Freundin gehe. Ich bleibe nämlich das Wochenende dort. Und ja. Ich kriege das zeitlich nicht mehr hin, auch mit dem Video rendern und so. Müsste ich dann dort rendern. Laptop nehme ich ja fast immer eigentlich auch immer mit. Muss halt sein. Ständig Mucke rein. Frankfurt Main. Nee, muss nicht sein. Ach, Crap. Und ja. Was gibt es sonst noch zu sagen aus der Fußballwelt? Eigentlich nichts. Außer, ja, Fußball läuft heute, ne? Ah, fuck. Hoffentlich spielt Schalke heute nicht heim. Oder Dortmund. Dann ist die, boah, da ist die Bahn wieder so voll. Habe ich voll keinen Bock drauf. Ich hasse es, wenn die Bahn voll ist. Da randalieren die da immer, da ist die Bahn so voll. Hoffentlich finde ich einen Sitzplatz. Doch, ich finde immer einen Sitzplatz. Ich finde immer einen Sitzplatz, ey. Bruder, schör. Ja. War viel zu offensichtlich. Manchmal spielen die Leute einfach viel zu offensichtlich, wie ich finde. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt oder was sie daran haben, so offensichtlich zu spielen. Was war das für ein Schuss? Lüg, was war das für ein Schuss? Mann.
Aber naja, wie gesagt, Skiller kommen mit dem Team nicht auf ihre Kosten. Aber es ist halt was Besonderes, wie ich finde. Ich meine, ich mag denen. Dänische Spieler sind cool. Seitdem ich Eriksen in FIFA 12 kennen und lieben gelernt habe. Boah, der Team of the Year Eriksen. Also Team of the Season Holland. Boah, der ging sowas von ab, Leute. Der ging sowas von ab, der Team of the Dings Eriksen dort. Ich habe da ihn geliebt. Ich hab das Team sogar noch. Wenn Interesse besteht, kann ich das Team sogar. Nee, warum? Warum? Ihr müsst einfach nur hier die FIFA 12 Videos dann gucken. Und dann habt ihr es eigentlich auch so gut wie. Bam! Und da ist er! Guion Fernandes! Okay, 3 zu 1. Jetzt kann ich die Zügel mal ein bisschen schleifen lassen. Der Typ wird jetzt auch langsam oder sicher seine Chancen im Erdboden versinken sehen. Und sich nichts dabei denken. Aber gut. Soll mir recht sein. Boah. Oh, Scheiße, jetzt habe ich gerülpst. Das ist eigentlich ein Tabu in meinem letzten. Oh, verdammt, sorry, Leute. Aber wie gesagt, ich bin krank. Auch wenn das eigentlich keine Entschuldigung ist, aber naja. Ja, pass mal auf. Zack. Traupass auf Castagnol. Luc Castagnol. Ballername 6, aber egal. Er hat den Ball immer noch. Und Luc Castagnol mit seinem linken Fuß. Zack. Schade. Aber ich frage mich manchmal ehrlich, wie solche Leute ins Halbfinale des World Cups kommen. Oder benutzt er hier einfach gerade nur ein bisschen Rotation, Mutation. Das war ja mal arg peinlich. Scheiße, Alter. Wollte mir auch so ein Silber-Skiller-Team bauen demnächst mit diesen komischen Schotten da. Den Linksaußen-Schotten Gary Mac noch was, oder wie der hieß. Den gibt es ja schon für 2.000, 3.000 Münzen zu haben. Ist für einen Silberspieler eigentlich echt krass. Aber den wollte ich mal ausprobieren. Was zum Teufel mache ich da? Little Colo. Colo Tule! Tofuma Brötchen! Ach, ich liebe es. Ich liebe das. Diese Chancenlosigkeit manchmal bei meinen Gegnern. Ah, da fühlt man sich schon ein bisschen besser, ne? Muss ich sagen. Und wenn jetzt. Oh, das war Edin Dzeko, glaube ich, ne? Ja, wisst ihr, ein weiterer Vorteil, wenn man mit vielen Spielern spielt, ist halt, dass man. Abseits. Das war doch abseits. Dass man die diversen. Stärken und Schwächen dieser Spieler immer dann im Kopf hat. Wisst ihr, bei Dzeko, den habe ich zum Beispiel auch nie benutzt, aber wie ich sehe, habe ich gerade eben gemerkt, dass er ziemlich verdammt langsam. Boah, kein Elfer. Dass er ziemlich langsam ist und ja, dass man sich von dem nicht zu vielen Sachen Pace erwarten sollte. Und auch sein schwacher Fuß war jetzt nicht der stärkste. Sofern das natürlich Dzeko war. So, Emenike kenne ich auch. Emenike ist verdammt schnell, technisch, aber naja, eher weniger. Also seine Ballannahme, die ist so einer seiner größten Macken, wie ich finde, von Emenike. Aber gut. Mein russisches Ligateam wollte ich auch bald in so ein Hybrid-Team umformen. Nur überlege ich gerade kräftig, was sich daraus machen lassen kann. Ohne sonderlich jetzt viel in Positionsumänderungskarten und so weiter zu investieren. Formation, sorry. Ja, aber ich bin schon, wie gesagt, ziemlich gespannt. Und wow. Das war jetzt sehr stark von ihm. Und das war sehr stark von mir. Nicht! Ach, ach, ach. So, da ist Emenike. Ja, sein Spiel ist noch extrem erschöpft, ne? Ist jetzt nicht so fein von ihm. Na egal, ich bin das Team dann wenigstens heute los. Hoffe ich mal. Aber ich kann euch das wirklich nur ans Herz legen und nur empfehlen. Ich weiß jetzt nicht, ob die Spielerpreise immer noch so sind, wie sie waren, aber ich tendiere schon. Vielleicht ist Dings ein bisschen gesunken. Christian Eriksen, wobei, nee, glaube ich nicht. Es könnte sogar sein, dass er gestiegen ist, ein bisschen. Christian Eriksen. Der Typ ist einfach nur La Bomba. Und José Reyna, dieses Spiel mal ohne Tadel. Aber seine Abwürfe sind echt geil von José Reyna. Wow. Nice, nice, nice. Fernandes. Ah, Bullshit. Egal, das ist Kasta. Nein, ja, Ballkontrolle 6. Ja? Was wird das? Ey, Berber! Berber 09, was soll das? Keine Ahnung. Ein Tor mit Kondeli würde ich mir auch noch wünschen. Der hat einen Schuss, ey, boah, sag ich euch. Alter! Der Regen fuckt natürlich auch ziemlich ab, besonders wenn ihr am Fummeln, Dribbeln, Fummeln. Ich fummel auch gerne an mir rum. Da darf sich einer jetzt bestimmt denken. Aber egal.
Frage der Episode wie folgt, Leute. Was ist der Transfer, der euch diese Wintertransferperiode am meisten beeindruckt hat? Schreibt es in die Kommentare. Immer wieder gern gesehen. Meine zwei sind ganz klar. Mein eigener Verein natürlich, die haben mich so geflasht, Leute. Ich hätte nie damit gerechnet, dass Wesley Sneijder in die Türkei wechselt. Hat er am Ende aber. Voll krass. Oh, Lukas Sanyo. Da war das 4:1. Ja, früher hatte ich den Ball finesst, also angeschnitten, Reinschuss, aber mittlerweile einfach Vollspann draufballern, da habt ihr das wirklich. Ohne viel überlegen, einfach reinballern und Berber 09, Akalil Kolo, Kolo Tule. Kein Gegner für uns. Kein einziger Gegner für uns. Okay, 4:1 gewonnen, ich stehe im Finale des Cups. Und meine Freunde, das war's für diese Episode. Vielen Dank fürs Zugucken. Wie gesagt, dieses Team kann ich euch eigentlich nur empfehlen. Macht ihr nichts mit falsch. Das Team kostet natürlich 15.000 Münzen, wenn, oder ungefähr 15, weniger, glaube ich. Wenn ihr nicht den Inform Eriksen habt. Wenn ihr den Inform Eriksen habt, schon ein bisschen mehr. Aber sonst ist es eigentlich für ganz, ganz wenig Geld zu haben. Also, da braucht ihr euch absolut keine Sorgen machen. Aber Leute, vielen Dank, wie gesagt, fürs Zugucken. Haut rein, macht's gut und ciao. Euer Benjamin, der Herzwinkel.